Ja, Pierre Kleinheider heute Abend bei uns, der Hesse der Woche. Ja, wie geht's dir so heute nach einem langen Trainingstag? Du hast gesagt, ihr habt heute ein bisschen länger gemacht. Ja, wir haben uns nochmal defensiv besser eingestellt und haben auch probiert, dann offensive Akzente zu setzen aus einer gestaffelt guten Defensive. Und so wollen wir dann auch als Matchplan das Spiel am Wochenende angehen. Ja, du hast uns ja in dieser Saison tatsächlich schon vor so manchem Gegentor bewahrt. Ich fand vor allem so die Aktionen im Strafraum ganz gut. Wie würdest du dich selber als Torhüter charakterisieren? Was sind deine Stärken? Ja, ich glaube, dass ich im 1 gegen 1 Verhalten ganz gut einen Lehrer hatte bei Mainz 05. Ja, ich spiele gerne mit, weil dass ich halt auch viel am Spiel teilnehmen kann. Dann bleibt man auch mehr im Spiel als Torhüter und ist nicht sozusagen von der Konzentration her in so einer Welle drinne, wo man immer ein bisschen absackt. Wenn man immer mitspielt, ist man immer konzentriert und dann bleibt man auch immer hellwach. Ist ja so das moderne Torhüterspiel, was man so sagt, geht ja in die Richtung Mitspielen. Wie trainiert man das als Torhüter Spieleröffnung? Ich meine, früher war viel das Training auf Reflexe, auf Strafraumbeherrschung, aber wie wird das trainiert? Wie gehst du das an? In erster Linie muss man auch selber ein Gefühl entwickeln. Wo stehe ich? Wie stehe ich im Raum? Ich möchte immer ein bisschen weit vorne stehen, aber nicht zu hoch, dass der Spieler sozusagen mich überlupfen kann. Ich schaue mir genau auch an, wie die Spieler die Bälle in die Schnittstellen reinspielen und muss dann natürlich innerhalb von einer Bruchteil einer Sekunde abwägen, komme ich dran, komme ich nicht dran, renne ich nach vorne, renne ich nicht nach vorne. So, es ist alles ein bisschen schwierig, ein bisschen komplex, aber sozusagen man lernt das mit der Erfahrung, man wird dann auch ein bisschen ruhiger als Torhüter, wenn man ein bisschen älter wird, das habe ich jetzt auch schon gemerkt. Und wenn man schon gewisse Spielszenen erlebt hat, dann hat man sozusagen ein bisschen was intus und dann fällt es einem wirklich leichter, muss man wirklich sagen. Sag mal ehrlich, wenn du nicht Torhüter wärst, auf welcher Position im Feld könnte man dich am besten einsetzen? Ah, ich glaube, ich wäre ganz gerne Stürmer, weil die schießen dreimal am Tor vorbei, schießen ein Tor am Ende und sie sind am Ende die Helden. Als Torhüter, du patzt dreimal und hältst einen gut, dann bist du trotzdem der Idiot. Apropos Stürmer, das ist ein gutes Stichwort, weil du hast ja die Stürmer in der dritten Liga in Halle kennengelernt als Gegner. Was unterscheidet die Stürmer aus der dritten Liga jetzt noch von der in der Regionalliga hier? Ja, wenn ich so einen Spieler wie Anton Fink natürlich nehme, der gnadenlos Fehler bestraft, wenn ich bei dem zum Beispiel auch schon im Training zu weit vorne stand, hat er das gesehen, hat probiert, diesen Ball über mich drüber zu spielen, hat vielleicht auch so angetäuscht, als würde den Ball durch die Schnittstelle spielen, aber dann über mich drüber geschlagen. Da muss man nochmal wacher sein, natürlich. Aber ich sag mal so, die Qualität in der Regionalliga zur dritten Liga, die ist schon sehr nah. Also die Stürmer sind sich sehr ähnlich. Viele Spieler aus der dritten Liga oder Regionalliga tauschen ja eigentlich quasi schon so ein bisschen. Das ist ja ein Kommen und Gehen. Und da ist es dann schon ähnlicher als in der Hessenliga. Jetzt habe ich mal eine ganz gemeine Frage an dich. Es geht so ein bisschen in Richtung, wie sehr Teamplayer bist du? Also spielst du lieber 0 zu 0 und hast drei Unhaltbare rausgefischt oder sagst du lieber mal 3 zu 2 gewinnen, aber du hast dabei zweimal gepatzt? Ich hoffe nicht, dass ich bei 3 zu 2 zweimal patze, aber ich würde lieber die 3 Punkte nehmen, weil wir brauchen unbedingt 3 Punkte auf dem Konto. Das ist genau die Antwort, die wir jetzt hören wollten. Also den Team-Test hast du quasi bestanden an der Stelle. Jetzt gehen wir mal vom Sportlichen mehr so ins Private rein. Was bist du für ein Typ? Bist du eher ein ruhiger Typ? Gehst du gerne mal raus oder verbringst du die Freizeit lieber zu Hause? Wie sieht das bei dir so aus? Ich bin eher ein ruhiger Typ. Also, ich liebe es, in der Landschaft sozusagen auch mal rumzulaufen mit unseren Hunden. Habe 2 Töchter, mit denen gehen wir auch gerne raus. Also, das passt alles. Also, ich bin eher so ruhiger. Also, ich bin nicht mehr so Aktionsmensch. Was sind denn deine Lieblingsorte, wenn du sagst, du bist gerne draußen unterwegs? Ja, ich habe jetzt keine richtigen Lieblingsorte, das in dem Sinne, aber ich bin einfach gerne an der frischen Luft und ich genieße es einfach, wenn man draußen ist. Ich bin so ein Mensch, der so ein bisschen aktiv schon ist, in dem Sinne, weil ich Sportler bin. Ich brauche so ein bisschen Aktivität, nicht ganz so, nicht immer eingeengten Raum. Wenn es den ganzen Tag regnet, dann bin ich so auch ein bisschen schlechter gelaunt. Das muss ich immer meiner Frau auslassen. Oh, die Arme, die kann leid tun an der Stelle. Mal in Richtung Musik. Stell dir mal vor, du bist der Kabinen-DJ in der Mannschaft. Was für ein Song dürfte da auf gar keinen Fall fehlen? Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Warte, lass mich kurz überlegen. Mama Lauda? Genau. Ballermann-Typ oder was? Ja, ich höre gerne Ballermann-Musik, wenn ich gute Laune brauche. Und bei mir gibt es auch manchmal so Elektro und so Dance-Music. Die höre ich mir gerne vorm Spiel an. Und ja,
Das wird so eine Mischung aus Ballermann und Dancehall sozusagen. Das klingt nach einer sehr explosiven Mischung in der Kabine, die vielleicht auch für viel Motivation sorgen könnte. Ja. Klingt auf jeden Fall interessant. Zum Abschluss, ist jetzt die Saison oder der Saisonstart, sagen wir mal vorsichtig, nicht so optimal gelaufen. Was macht dich optimistisch, dass wir hier jetzt, ab jetzt in Zukunft, auch mal mehr Punkte erleben werden? Ja, auf der einen Seite sind trotzdem die Menschen jetzt um uns herum, das heißt das Trainerteam und das Funktionsteam, sehr ruhig geblieben. Das muss man ja auch klar so sagen. Es gibt Vereine, die dann direkt die Reißleine ziehen und sagen, hier, wir müssen das und das verändern. Wir haben jetzt neue Spieler dazu bekommen, die auch ihre Qualität haben. Ich glaube, wenn sie dann auch ihre Qualität hier auf dem Rasen zeigen, werden wir eine sehr schlagkräftige Mannschaft haben. Ich glaube auch, dass die Spieler, die jetzt auch im Kader waren, schon länger, sich jetzt auch langsam an das Spiel von der Regionalliga gewöhnen und dann auch ihre Leistung genauso wie in der Hessenliga abrufen. Ich glaube, dass da manche so ein bisschen so eine Anlaufzeit gebraucht haben, vielleicht auch eine Spielumstellung, aber wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir alle viel gelernt haben und dazu noch Qualität bekommen mit Kai, Uwe, mit Petzo, auch mit Nico und wie sie auch alle heißen. Wir haben jetzt ein paar neue dazu bekommen, aber da haben wir nochmal sozusagen auch nochmal einen Schritt nach vorne gemacht als Mannschaft. Wenn wir jetzt uns als Mannschaft genauso finden, glaube ich, holen wir uns die Punkte. Das ist ein schönes Schlusswort. Das wollen wir alle hoffen und sagen Danke an unseren Hessen der Woche, Pierre Kleinheider. Ciao.